Ein Käsebrot gehört zu den einfachsten, aber dabei auch beliebtesten Gerichten, die man sich zum Abendessen oder als Snack gönnen kann. Auch Baguette mit Kräuterbutter, würziger Knoblauch und so ziemlich alles, was mit Käse überbacken ist, erfreut den Gaumen und streichelt die Seele. Ein Rezept vereint sogar all diese Leckereien. Ein Knoblauch-Käse-Baguette, das außerdem sehr schnell und einfach zubereitet ist. Ihr braucht ein Baguettebrot, 50 Gramm Gouda oder einen anderen Lieblingskäse zum Überbacken, dazu 50 Gramm Butter, einen Esslöffel Olivenöl, einen Teelöffel Zitronensaft, zwei Zehen Knoblauch und einen Esslöffel gehackte Petersilie. Zum Abschmecken außerdem noch Salz, Pfeffer und etwas Thymian. Das Baguette längs aufschneiden und die Hälften bereitlegen. Die Knoblauchzehen pressen, mit zimmerwarmer Butter und dem Olivenöl verrühren. Zitronensaft und Petersilie hinzugeben und mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Die Mischung auf die Baguette-Hälften streichen und mit Gouda bestreuen. Dann unter dem Grill überbacken, bis der Käse zerlaufen und der Snack schön goldbraun ist. Er eignet sich natürlich auch sehr gut als Beilage zum Grillen. Guten Appetit!